Mahlzeit, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute ein Umbauvideo. Ihr habt es ja schon im Titel gelesen, die Vans & Heinz Short Shorts für meine 48. Das Ganze richtig street legal, also mit Torcut-System, E-Prüfzeichen, alles dabei. Also kann man das Ding montieren, hat eine Karte dabei und ja, man ist im Prinzip safe bei jeder Kontrolle, es kann nichts passieren. Und meiner Meinung nach für ein gekürztes Hack das Optimalste, was man machen kann. Ja, die Anlage ist schön kurz. Das werden wir dann auch am Ende nochmal sehen. So sieht sie aus. Ja, die meisten kennen die Optik. Und meiner Meinung nach zu dem gekürzten Hack das Beste, was man so optisch machen kann, weil das Ganze dann hoffentlich so in einer Flucht ist oder ja ungefähr so in einer Flucht ist, schön kurz, und diese langen Pötte, das hat mir irgendwie nicht gefallen. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen Taschengeld zusammengekratzt und jetzt montieren wir mal ja, den Auspuff. Und ich würde sagen, ja, als allererstes müssen wir erstmal den alten Auspuff demontieren und damit fangen wir jetzt als allererstes an. Mal wieder alles so Schritt für Schritt und Step by Step, damit ja, das verständlich hoffentlich ist und jeder weiß, was man so machen muss. Und bevor wir jetzt loslegen, nochmal ganz schnell, wer es noch nicht getan hat, kostenlos einfach meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, und ihr verpasst auf jeden Fall nicht, wenn es irgendwas Neues auf meinem Kanal gibt. Schaut euch ein bisschen rum, da ist vieles Interessantes dabei. Und ja, wir starten jetzt mit dem Auspuff. Der muss natürlich erstmal runter, bevor wir den neuen drauf machen. Ihr solltet natürlich als allererstes ja, die Hitzeschutzbleche demontieren. Das habe ich schon gemacht, weil die letztens noch beim Pulverbetrieb waren. Und den Schritt spare ich mir jetzt, das sind einfach nur Schlauchstellen, die müsst ihr da lösen. Und wir fangen jetzt erstmal an, die Endtöpfe zu demontieren. Dafür mal wieder hier mein Werkzeug, und zwar 9/16 Zoll. Damit machen wir jetzt erstmal hier die Schellen vom Endtopf lose. Das dürfte schon reichen. Hier auch. So, und hier unten ist nochmal so eine Schiene, da sind die Endtöpfe auch nochmal dran befestigt. Dafür braucht man eine 1/2 Zoll Nuss. Also es empfiehlt sich natürlich mal wieder ein Werkzeugkasten mit zölligem Werkzeug. Wie so oft, unvermeidbar, da kommt ihr nicht weit, wenn ihr mit metrischem Werkzeug arbeitet. Da macht ihr euch mal wieder nur die Schrauben rund. So, und wenn man die beiden Schrauben hier gelöst hat, lässt sich wahrscheinlich auch schon hier der Endtopf lösen. So, nur mal kurze Info, vorher hatte ich hier immer die DB-Killer entfernt. Hat sich ein bisschen besser angehört wie mit DB-Killer, ne? Ihr versteht's. Und da war ich im Prinzip auch immer so ein bisschen illegal unterwegs. Kam auch schon mal in eine Messung rein. Aber tatsächlich war ich da wirklich noch bei 101 Dezibel. In den Schein selber ist bei meiner 48 98 Dezibel eingetragen. Und die Toleranz von, ich glaube, 5 Dezibel hat man da. Und da war ich Gott sei Dank mit 101 Dezibel noch im Rahmen der Messung. Und von daher alles gut gewesen. Und auch hier das Ganze rausziehen und Schrauben schon mal hier wieder vorsichtshalber drauf, damit die nicht verloren gehen. Das kommt auch zur Seite. Und im nächsten Schritt können wir jetzt auch schon hier die Krümmer vom Zylinder entfernen. Die sind hier, ich zeige euch das mal ganz kurz, mit 2 Schrauben verbunden. Hier die 2. Und ja, das ist ein bisschen frickelig, da reinzukommen. Dafür benutze ich so eine kleine Ratsche mit Verlängerung. Und das klappt dann auch.
Ja, das Ganze ist jetzt gelöst. Also erstmal der vordere Krümmer. Bevor wir den jetzt rausnehmen, müssen wir auf der anderen Seite die Lambda-Sonde schon mal auspinnen. Die ist in einem Stecker und das stecken wir jetzt eben aus und dann geht's weiter. Damit ihr das schon mal eben gesehen habt, die Lambda-Sonde geht quasi hier vorne auf diesen Stecker. Relativ simpel das Ganze einmal auspinnen und dann auch einmal hier diese Schelle entfernen. Die kommt dann nachher wieder drauf und ja, die Lambda-Sonde einfach nach vorne rausführen. Und dann haben wir auch direkt noch die zweite Lambda-Sonde vom hinteren Krümmer. Die geht quasi, man sieht das hoffentlich, hier vorne aus dem Krümmer raus und findet hier seinen Weg. Und das Ganze sitzt dann hier. Das ziehen wir kurz raus. Und führen das auch schon mal hier raus, wenn wir schon mal hier hinten auf der Seite sind. Und als nächstes der hintere Krümmer. Das ist echt hier Millimeterarbeit. Ich hoffe, ich komme dann nachher mit einem Drehmomentschlüssel dran. Und auch das haben wir jetzt erfolgreich gelöst. Jetzt stelle ich gerade fest, ist hier unten auch noch mal eine Halterung. Da muss ich mal ganz schnell gucken, was ich da passendes habe. So, das jetzt auch noch mal schnell lösen. Und ich glaube, dann kann man den Auspuff auch schon, beziehungsweise das, was noch übrig ist, vom Auspuff hier abmachen. Ein bisschen vorsichtig natürlich, dass man hier nichts zerkratzt, nirgendwo hängen bleibt. So, das wäre schon mal der erste Teil. Und als nächstes müssen wir diese Abdeckung entfernen. Und da muss ich jetzt mal gucken, ob ich dafür hier von der Bremse das alles entfernen muss, das Gestänge, oder ob ich da jetzt so dran komme. Schauen wir mal. Ich hoffe, ihr seht das. Hier dieser Deckel, der müsste jetzt als nächstes weg, damit wir hier die Auspuffhalterung von dem Originalauspuff entfernen können und im Prinzip dann auch direkt die Halterung vom Vance & Heinz Auspuff da montieren. Aber das sehen wir dann gleich. Einmal kurz hier eine Verlängerung dran. Das sind 3/16 Schrauben. Und wie ich sehe, ist hier noch eine blanke Schraube. Die anderen Schrauben habe ich ja schon zum Teil getauscht. Und ich glaube, das war hier die Schraube, wo ich damals nicht dran gekommen bin. Die werde ich dann natürlich gleich auch in dem Zuge machen. Wenn ich sie denn dann gleich finde. So. Kriegen wir das hier ab oder nicht? Das kriegen wir nicht ab. Also müssen wir hier das Gestänge auch nochmal entfernen. Aber das ist auch kein Problem. Das ganze Gelumpe eben kurz demontieren und dann können wir auch den Deckel hier entfernen. Und zur Seite legen natürlich. So, ich hoffe, man sieht es jetzt ein bisschen besser. Wir müssen hier diese Halterung vom alten Auspuff müssen wir entfernen. Und zwar sind das 3 Schrauben. Und die werde ich jetzt mal lösen. So. Zack und ab. Und in dem Zuge dann auch direkt. So, da haben wir es. Das Haltesystem von der Torquat-Anlage. Dann können wir auch wieder die gleichen Schrauben verwenden. Da wird nichts mitgeliefert, was das angeht. Macht da so ein Tröpfchen. Lockt halt mittelfest drauf, nicht zu viel. Und das Ganze kommt dann hier dran. Und dann auch kurz mit dem Drehmoment anziehen. Das Ganze kriegt hier etwas über 40 Newtonmeter.
Und dann kann auch schon wieder dieses Cover drauf. Die Schräubke ist wieder drauf. So, jetzt kann man auch hier von der Bremsanlage den Hebel wieder montieren. Der ist jetzt nicht mehr im Weg. So, meine lieben Schrauberfreunde, kommen wir jetzt mal zu dem Auspuff hier von Vance & Heinz. Der wurde von Torqart überarbeitet. Gekauft habe ich die Anlage bei der Sportster Garage. Solltet ihr auch bei der Sportster Garage die bestellen wollen, die Anlage, dann bekommt ihr da auf jeden Fall 5%. Ihr müsst nur einen, wahrscheinlich im letzten Schritt beim Bezahlen müsst ihr einen Code eingeben. Der nennt sich Cold Pipes und da bekommt ihr nochmal fette Prozente. Der Auspuff hat eine ABE, der ist E-geprüft von Torqart überarbeitet. Ihr seht das selber, hier ist das E-Prüfzeichen und die Plakette wurde hier festgenietet. Ihr bekommt eine separate Karte dabei, die ihr immer mitführen könnt oder auch solltet, falls ihr mal in eine Kontrolle kommt, und die könnt ihr vorzeigen. Ihr müsst das jetzt nicht zwingend eintragen lassen. So, Folgendes muss jetzt als Nächstes passieren. Wir müssen vom alten Auspuff bzw. von den Krümmern müssen wir hier die Flansche abmachen und hier befestigen, und wir müssen die Lambda-Sonden noch hier einschrauben. Wichtig dabei ist, dass ihr die Lambda-Sonden nicht vertauscht. Also ihr müsst wirklich vom vorderen Krümmer auch in den vorderen Krümmer einbauen. Manche sind ja der Meinung, wow, dann habe ich einen cooleren Klang, wenn ich die vertausche. Das ist nicht gut. Das solltet ihr tunlichst vermeiden. Also die Lambda-Sonden sind extra, auch wenn mal eine kaputt geht, da müsst ihr auch genau angeben, welche kaputt ist, ob jetzt die vordere braucht oder die hintere, weil die geben andere Werte ab. Und die sind extra so abgestimmt, dass die für den vorderen Krümmer oder für den hinteren Krümmer sind. Deswegen bitte nicht vertauschen. Deswegen, das ist eigentlich das Wenigste, was man so beachten muss bei der ganzen Geschichte. Aber machen wir jetzt. Als allererstes kümmern wir uns jetzt hier mal um den Flansch. Die sind hier. Und ich hoffe, dass ich das mit diesem Werkzeug hinbekomme. Ich habe da jetzt nichts Passendes, ob es irgendwie so eine Flansch-Sprengringzange gibt oder nicht. Da haben wir hier einmal den Flansch für die Schrauben und wir haben hier so einen Sicherungsring. Ich hoffe, man erkennt das. Der ist hier auch offen. Und den versuche ich jetzt mit der Zange zu spreizen und hier über den Auspuff zu bekommen. Und dann lässt sich auch der Flansch entfernen. Gucken wir mal, ich hoffe, das funktioniert mit dieser Zange. So, und dann könnt ihr den Flansch hier abmachen. Das Ganze auf die Shortshuts drauf. So, auch nochmal beim hinteren Krümmer. Und kurze Info, damit ihr das nicht irgendwie verwechselt. Ihr habt hier drin nochmal wie so eine, eine Kante, eine Führung, wo dann quasi der Ring drin sitzt. Auf der anderen Seite habt ihr es nicht, also nicht, dass ihr das noch vertauscht. Und das Ganze sieht dann so aus. Ja, als Nächstes noch die Lambda-Sonden. Die sind hier nur einfach eingeschraubt. Die kriegt man tatsächlich mit einem 14er Mausschlüssel raus. Wenn man jetzt kein passendes Set hat an Mausschlüsseln, dann kann man das auch mit einem 14er machen. So. Hier auch ganz sachte, nichts kaputt machen, und das Ganze dann bei den Vance & Heinz rein und immer dran denken, nach fest kommt ab, ne? Ja, das ist es. Jetzt kommt die Anlage auch schon ans Motorrad, würde ich sagen. Die Auspuffrohre habe ich jetzt an den Motor angeflanscht, über die Flansche hier angezogen. Und was ich empfehlen würde, wäre immer so den rechten und den linken Bolzen so anzuziehen und dann so ein bisschen am Auspuff zu rappeln. Und dann kann man immer wieder so ein bisschen überkreuz nachziehen, vorne, hinten. Also meine Freunde, bevor ihr jetzt weitermacht und den Auspuff hier an den Flanschen komplett anknallt. Nochmal ganz wichtig, ihr bekommt solches
Gewinde, Moped, keine Ahnung, wie das genau bezeichnet wird, mitgeliefert und auch die passenden Schrauben dazu. Das Ganze muss hier hinten, ich hoffe, man erkennt das, eingeführt werden. Seht ihr das? Das muss hier eingeführt werden. Das kommt dann quasi hier so rein und halt an der Halterung selber hier die Gewindeschrauben, die müssen hier rein. Das Ganze hier unten auch nochmal, ja, sieht man das? Das wird hier so eingeführt und von der anderen Seite dann die Schrauben durch diese Halterung. Und wenn ihr das erledigt habt, dann könnt ihr auch die Flansche anziehen. Vorher wird das nichts. Das ist ein bisschen frickelig, aber der Weg ist das Ziel, ne? Wie man so schön sagt. Ja, und wichtig auf jeden Fall nochmal hier zu der Halterung hier hinten. Guckt, dass ihr die Schrauben vorher hier rein fummelt und leicht anzieht. Also nicht feste, einfach nur, dass die schon mal in diesen Gewindebuchsen drin sind. Und dann macht ihr diese Flansche am Motor fest und zieht die nach und nach immer von links nach rechts immer so ein bisschen fester. Knallt die nicht zu fest an. Ihr habt eine Dichtung dazwischen, die hätte ich vielleicht tauschen sollen. Da muss ich jetzt mal gucken, ob das Ganze dicht ist. Müsste ich eventuell im Winter bei der nächsten Inspektion mal neu machen. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein nice to have, wenn das in der Lieferung mit drin wäre, so eine Dichtung. Und ja, im Prinzip habe ich jetzt auch schon gerade eben die Sensoren wieder eingepinnt. Man hat hier auch noch so ein paar Kabelbinder dabei in der Lieferung, dass man die Kabel von den Sensoren irgendwie so irgendwo feststrapst, dass die nicht gegen den Motor ja, anliegen, vielleicht schmilzen. Und das Ganze habe ich jetzt schon angeschlossen. Im Prinzip muss jetzt nur noch das Hitzeblech dran. Das mache ich jetzt auch mal ganz kurz und dann machen wir gleich mal einen Soundcheck, wie sich das Ganze hier anhört. Hab schon mal in ein, zwei Kommentaren gelesen unter meinem letzten Video, dass ich die anhören soll, wie die Standard-Auspuffanlage, also diese normale Tröte, die bei, bei der VTA mit dabei ist. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, Schellen sind auf jeden Fall mit am Start. Das ist schon mal ganz gut. Und ich gucke jetzt erstmal. Man hat hier ein paar große und auch kleinere Schellen dabei. Und auch hier natürlich mal wieder sind wir im amerikanischen Sektor unterwegs und haben hier natürlich, in Deutschland kennt man das, man hat immer 7 mm Köpfe, hier ist es ein 5/16. Ja, hier kann man jetzt schon mal die mittlere Schelle weglassen, weil Torque hat genau an der Stelle, wo diese Schelle sitzen soll, ihre Plakette eingeschweißt haben oder angeschweißt haben. Das ist natürlich sehr praktisch. Und an alle, die bis jetzt noch dran geblieben sind und nicht weggeschaltet haben, jetzt gleich kommt der Magic Moment. Jetzt schmeißen wir die Kiste an. Aber solltet ihr das Ganze auch vorhaben, eins noch, ganz wichtig. Auf der Auspuffanlage bzw. auf den Hitzeblechen haben wir jetzt überall so kleine Fingerabdrücke. Das Ganze auf jeden Fall sauber machen, denn wenn sich das Ganze jetzt gleich erhitzt und warm wird, dann brennt sich sowas ein. Und deswegen mache ich das Ganze jetzt einmal ganz schnell sauber mit so einem Schnellreiniger, dass man hier keine Fingerabdrücke drauf hat. Okay, also soweit alles festgezogen, die Lambda-Sonden sind auch wieder eingepinnt, das habe ich schon alles ja, wieder so fachgerecht montiert und verstaut und das sollte jedem klar sein, der das hier auch macht. Boah, ich sehe gerade, das sieht hier richtig scheiße aus, aber Gott sei Dank habe ich schon neue Rockerboxen hier liegen. Jetzt schmeißen wir die ganze Kiste mal an und wir gucken mal, ob hier alles dicht ist. Ob hier irgendwo ein bisschen Abgas ausströmt und vor allem checken wir mal jetzt den Sound hier von der Anlage. Da bin ich echt mal gespannt. Okay, jetzt kommt der Moment. Ich bin gespannt, ob mir jetzt hier die Ohren abfallen oder nicht. Ich bin gespannt. Oh, das geht aber. Das geht aber.
schmeiß das Mikrofon mal hier hinter das Motorrad. Ja, auf jeden Fall brutaler Sound. Ich glaube, das Ganze muss ich auch erstmal noch einfahren, bis das Ganze so richtig klangtechnisch optimal ist. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Richtig geil. Allein die Optik, das gefällt mir zu dem kurzen Heck perfekt. Also, auch wenn viele sagen, ja, man braucht unbedingt eine Klappenauspuffanlage. Ich weiß, von Jekyll und Hyde gibt es eine Anlage mit gekürzten Krümmern, wo dann beide Töpfe auch so übereinander stehen. Aber ich finde hier, das ist das Harmonische bei der ganzen Geschichte. Hier diese Schräge, die sich hier wiederfindet und diese Linie bildet. Und das ist einfach nur geil. Ja, Leute, das ist es gewesen. Das war der Auspuffumbau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht auch Bock auf den Auspuff. Wie gesagt, bei der Sportstar-Garage bekommt ihr, ich glaube, 5 oder 10% auf, egal welchen Auspuff ihr bestellt. Ob es jetzt der ist oder ein anderer, ihr bekommt das. Der Code ist COLPIPES. Ich weiß nicht, wo man den eingibt. Wahrscheinlich am Ende beim Bezahlen. Werkzeuge, die ich immer so benutze, packe ich mit in die Videobeschreibung. Das findet ihr da alles wieder. Ansonsten, summa summarum, klar, das Video wird jetzt wahrscheinlich 20, 25 Minuten dauern. Plant mal so 2 Stunden ein. Nehmt euch am besten noch einen Kumpel dabei und eine Flasche Bier. Dann geht das alles viel leichter von der Hand. Achtet einfach darauf, dass ihr bei der Montage von dem Auspuff hier hinten diese Schellen schon mal die Schrauben locker ranmacht und bevor ihr hier vorne alles festzieht. Das nochmal so als kleiner Tipp. Und ansonsten, ja, habt ihr noch Fragen, dann schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten sage ich einfach bis zum nächsten Video, meine Freunde. Gebt dem Ganzen mal einen Daumen nach oben und haut rein. Bis dann. Ciao.